Guten Tag. Kennst du das Problem? Du würdest eigentlich gerne eine Gemüsebrühe im Supermarkt kaufen oder sonst wo und dann nimmst du dir die Packung, drehst die um, schaust, was draufsteht. Okay, Bullshit, Bullshit, will ich nicht, esse ich nicht, Bullshit, Zucker, Zucker, Weizen. Nein. Ja, das ist ein Problem. Das ist echt ein Problem. Aber wir haben das Problem gelöst. Vielleicht nicht als die allerersten, aber wir haben eine einfache, schöne Gemüsepaste, die gut schmeckt und kein Bullshit drin ist. Und selber gemacht ist. Und dieser Satz kein Verb. Und wo kein Bullshit drin ist. In der kein Bullshit. Verdammt. Wir machen die jetzt. Was? Ja. So, was ist jetzt das schon wieder alles? Das ist Gemüse, weil wir machen schließlich Gemüsebrühe, Gemüsepaste. Stimmt. Ohne Bullshit. Ja. Ohne Bullshit deswegen, weil da sind keine Geschmacksverstärker drin, also keine nicht natürlichen Geschmacksverstärker, weil Knoblauch zählt ja schon irgendwie so ein bisschen dazu. Und Salz auch, oder? Und Salz ist auch ein, ja, kann man als Geschmacksverstärker bezeichnen. Aber wie auch immer, man weiß halt, was drin ist. Und ich habe schon wieder die Sidecam vergessen einzuschalten. Es ist tatsächlich ein bisschen Geschnibbel, aber man will ja da auch was drin haben. Und es hält ja auch lange. Genau. Und zwar, was da drin ist. Eine Gemüsezwiebel, eine halbe, dreiviertel Stange Lauch ungefähr. Mhm. Das ist ein gutes Stück Sellerie, so 150, 200 Gramm. Drei Möhrchen und eine große Petersilienwurzel. Mhm. Dazu ein paar Partytomätchen für den Geschmack. Eine Zehe Ackerknoblauch. Petersilie kommt mit rein. Eine ganze Menge Salz, 150 Gramm ungefähr, werden wir da reintun. Ja, zum Konservieren, es ist, ne? Es ist zum Konservieren und es ist ja auch ein Würzmittel hinterher. Mhm. Und man nimmt ja von der ganzen Menge dann irgendwie einen Teelöffel oder einen Esslöffel für ein Gericht. Also man schmeißt ja nicht alles auf einmal rein. Und außerdem für den Geschmack tun wir noch Majoran dran. Dir sind aber selbstverständlich keine Grenzen gesetzt, welche Gewürze du noch verwenden magst. Ja. Man könnte auch eine Chili reintun zum Beispiel, wenn man es etwas schärfer haben will. Mhm. Geht alles Mögliche. So, und wie geht das jetzt? Im Prinzip ganz einfach. Ich habe die Angewohnheit, diese Gemüse anzurösten, und zwar ohne Öl in einer Pfanne oder in dem Fall jetzt in unserem Wok. Und danach jagen wir die durch den Multizerkleinerer. Dann machen wir das jetzt. So, wie schon erwähnt, wir rösten an ohne Öl. Es geht da auch überhaupt nicht darum, dass das ganze Zeug gar wird, was sich aber nicht vermeiden lässt, sondern es geht wirklich um die Röstaromen, um da Geschmack reinzukriegen. Und das machen wir jetzt einfach stückchenweise. Die Zwiebeln kommen als erstes rein und dann der Rest. So, jetzt tun wir mal die Zwiebeln dazu. Wichtig ist da in dem Fall, glaube ich, dass man eine gut beschichtete Pfanne nimmt. Ne? Ja. Muss auch alles gar nicht besonders fein geschnitten werden, weil der Multizerkleinerer wird das nachher besorgen. So, jetzt kann man anfangen, die Röstaromen von der Zwiebel zu riechen. Und jetzt darf der Rest dazu. Erstmal der Knoblauch. Jetzt kann man anfangen, die zu riechen. Ja, kann man. Jetzt kommt der ganze Rest. Man muss jetzt auch tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht anbrennt. So, kriege ich mal den Majoran. Da darf jetzt auch ganz gut was dran. Ich sage jetzt mal so ein Esslöffel rum. Darf da schon. Ach, Petersilie. Soll ich die wieder rupfen? Da. Die muss auch nicht besonders klein sein, ne? Nö. Die könnte man eigentlich auch später dazu tun, aber wenn die mit anröstet, gibt die schon schöneren Geschmack ab. Ja, ein bisschen. Ich rieche Petersilie immer gerne. Ich hätte die Tomaten vorher zerschneiden können. Das wollte ich dich eigentlich fragen, ob die wirklich im Ganzen reinkommen. Ja, stört nicht, aber hätte man auch anders machen können. Ja, halt fest. Fest. Ja, ich halt doch. Und jetzt, mein Schatz. Ja, kommt das Salz? Darfst du das Salz da reinwerfen? Einfach drüber oder einfach in die Mitte? Schön verteilen. So, das sieht jetzt wie gesagt nach sehr, sehr viel Salz aus und wenn man es pur essen würde, wäre es das auch. Aber das ist halt nun mal mit Würzkonzentraten so. Die schmecken nach viel zu viel. Ja, weil ist ja Konzentrat, wird ja später verdünnt. Genau. Und jetzt müssen wir auch gar nicht mal mehr so sehr aufpassen, damit es nicht anbrennt, weil jetzt ist das Salz dabei, das Gemüse wässert etwas aus und es bildet sich jetzt auch ein bisschen Flüssigkeit am Boden. Und deswegen brennt es jetzt nicht mehr so leicht an. Schön. Und das ist auch der Grund, warum das Salz erst später dazu kommt, weil nämlich sonst sich sofort Flüssigkeit bildet und dann wird es gekocht und nicht geröstet. Dann haben wir keine Röstaromen. Genau. Und wie lange muss das jetzt so vor sich hin simmern? Ja, so 10 Minuten. Mhm. Zwischendurch immer mal umgraben und dann. Hast du schon lange nicht mehr gesagt? Ja, ich weiß, Entschuldigung. Ja.
Es tut mir leid. Oh, heute habe ich voll den Italiener in der Haus. Ja, Mamma mia. Na, Vorname passt ja. Als Basis ist es als Basis ist es dann schon geeignet, ja. Für so eine Nudelsuppe oder so. Ja, ja, für eine Nudelsuppe würde ich dann eher Hühnchenbrühe machen. Sollen wir eine Hühnchenbrühe auch machen? Kommentare, bitte. Danke. Und eine Rinderbrühe. Lammbrühe. Und ein Fischfond. Machen wir die Reihe Brühe mit Salala. Let's Brühe. Let's Brühe. So, jetzt lassen wir das eine Weile vor sich hinköcheln und sind dann gleich wieder da. Ja. Sieht ja schon mal gut aus. Wie lange war das jetzt? Das waren jetzt noch mal so 10 Minuten. Und zwar, man kann es im Prinzip davon abhängig machen. Es bildet sich ja hier unten Flüssigkeit, wenn das Salz reinkommt. Und wenn die Flüssigkeit weg ist und sich vielleicht sogar ein kleines bisschen am Boden anlegt, dann ist fertig. Okay. Und dann haben wir es noch ein bisschen abkühlen lassen, ne? Genau, richtig. Weil dieses ganz heiße, kochende Gemüse wollte ich unserem Multizerkleinerer einfach nicht antun. Ja, nicht, dass der explodiert. Genau. Ja. Hatten wir schon. Ja. Du kratzt dich, halte. Ja. So, und jetzt muss es eigentlich nur noch durchgemixt werden, sodass es eine homogene Paste ergibt. Dann multizerkleinert man das. Genau, dann multizerkleinert man das. Ja, das reicht jetzt. Ja, wenn man es natürlich feiner haben möchte, dann könnte man es noch durch ein Sieb streichen. Ja, aber wozu? Ja. Dann nimmst du dir einfach nur ein Glas oder viele kleine Gläser. Wir haben jetzt ein so ein kleines und dann noch mehrere, aber wir zeigen dir das nur mit einem. Ja, weil wir sind nämlich faul. Ja. Was? Wir wollen nur die Videospielzeit nicht verlängern. Und da drin hält es jetzt lange, wenn man das in den Kühlschrank stellt. Wie lange, wissen wir noch nicht. Haben wir nicht gemessen, weil es hält nicht so lange bei uns. Also, wir brauchen es vorher auf. Wir verbrauchen es vorher. Durch das Salz sollten es vermutlich mehrere Monate sein. Ja, ich hätte jetzt mal geschaut. Also ich lese bei anderen immer so 6 Monate. Deckel drauf. Deckel drauf. Brühe fertig. Probieren. Soll ich den Löffel geben wieder zum Probieren? Schau, so schaut das aus. So. Ja. So. So sieht unsere Paste aus. Ja. Genau, und die kann man jetzt halt irgendwo reinrühren. Ich würde sagen, wir probieren die heute irgendwie in Wasser oder so. So als Suppe. Soll ich dir eine Tasse Gemüsebrühe machen, mein Freund? Ja, mach mal. Gut. Der Mann war lieb. Er hat mir ein Glas gemacht. Ja. Hier, guck. Das ist, ja. Das ist jetzt einfach ein Teelöffel aufgebrüht mit heißem Wasser. Mhm. Mit ziemlich heißem Wasser. Und weil die Gemüsebrühe pur probieren ist irgendwie Käse, weil das ist einfach nur extrem salzig. Ja, ich habe ja gerade mal abgeschmeckt. Du hast früher immer Gemüsebrühe einfach tassenweise getrunken, ne? Ich habe die von meinem Papa immer gekriegt. Wenn ich leicht krank wurde, dann hat er mir gesagt, ich mache dir eine Gemüsebrühe. Die gab es dann von einer gewissen Firma, die mit G anfängt. Da bin ich aber froh. Aber die schmeckt besser. Zeig ich mal. Ich habe die pur noch nie probiert. Ich tue die sonst nur immer ins Essen. Mhm. Sehr lecker. Genau so soll Gemüsebrühe schmecken. Mhm. Und was drin ist, hast du ja gesehen. Es ist nichts Dramatisches. Es ist auch nicht schwierig. Du musst es einfach nur machen. Und es hält ewig und 3 Tage. Aus der Menge, die wir jetzt gemacht haben, kriegst du 3 solche Gläser raus. Ja. Und nur als Tipp, falls du keinen Multiquick hast, also falls du keinen so einen Multizerkleinerer hast, dann kannst du dir auch einen engmaschigen Schieb nehmen und das da durchpressen. Ist dann ein bisschen Schieb? Einen engmaschigen Sieb. Und dann das da einfach durchpressen, ist ein bisschen mehr Arbeit, aber geht auch. Ja, aber mit dem Zauberstab geht's genauso. Also kein Problem. Das heißt, du sowas nicht hast. Wenn du mehr Basics von uns haben willst, so ganz, ganz grundlegende Sachen wie Brühe, Paste, Soße, bla bla bla, was es halt noch so alles gibt, dann sag uns das, schreib das in die Comments. Wünsch dir vielleicht auch was, weil vielleicht haben wir einfach noch ein paar Dinge auf Lager, wo wir nicht auf die Idee kämen, sie zu verfilmen. Und ja, Däumchen, Kommentare, abonnieren, wie immer. Genau, und da drüben gibt es noch ein Video. Und einen Blogbeitrag. Ja, den gibt es auch, den Link. Und genau. Den Link zu der Gemüse-Dings gibt es da unten in der Infobox. Und wir gehen jetzt Gemüsesuppe trinken. Ich gehe jetzt Abendessen machen, aber es kommt tatsächlich was davon rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.